So, du kannst leveln. Dann kriegst du natürlich noch mal ein bisschen Gesundheit. Juhu! Und du kannst leveln. Nein, ich will nicht reiten. Da. Das heißt... Ja, doch. Immer wenn ich näher komme, furzt der mich an. Das gibt's doch gar nicht. Das heißt, bei dem jungen Mann würde ich sagen, der kann noch mal mehr tragen. Ist ja unser Tragelutz, unser Lastenlutz. So, und wir haben jetzt noch ein paar Dächer übrig. Die würde ich gerne nochmal... Hier können wir nochmal so ein Ding nach oben machen. Das ist so eine Rampe irgendwie. Mit diesen komischen Dächern. Was wollen wir denn da bewirken? Ich pack das Ding mal weg gerade. Dann können wir hier mal dicht machen. Komme ich da mal noch hoch? Jo, sehr gut. Die Kisten müssen halt weg. Das geht so nicht. So, dann kann man theoretisch hier noch eine Tür hinmachen. Dann kommt man da nochmal durch, in diesen Hinterraum. Das ziehst du hier noch eine Wand, machst eine Tür, machst hier oben. Da oben kannst du eine Veranda mit einem Zaun hinmachen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Dann bräuchte man noch zwei Wände und einen Türrahmen. So. Zwei Wände und einen Türrahmen. Pass auf, machen wir eben nochmal. Ah, Wooden Walls haben wir, glaube ich, sogar noch. Egal, können wir trotzdem noch brauchen. Zwei Wände und einen Türrahmen. So. Zwei Wände und einen Türrahmen tue ich erstmal dahin. Oh. Ist immer noch sehr voll. Jetzt nicht mehr. So, Wände. Sapperlot. Wand. Wand. Und jetzt, ich hoffe, es geht. Ich habe keine Ahnung, warum die Türrahmen immer so scheiße aussehen. Ich habe keine Ahnung. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht, dass sie so merkwürdig aussehen. Die sollten eigentlich, ja wie hier eigentlich. So sollten die aussehen, die Türrahmen. Aber irgendwie... Ah, jetzt, hier hat das verzweigt jetzt. Nee, hier aber nicht. Nur da. Verstehe ich nicht. Türrahmen ist mittig, also sollte alles funktionieren. Keine Ahnung, warum das so ist. Dann kommen wir hier nochmal durch. Hier haben wir so einen Vorraum, hier haben wir das Ding, da oben mache ich dann später noch einen Zaun hin, so eine... Dann haben wir quasi so eine, wie heißt das, so eine Galerie haben wir hier oben dann. Und dann könnte man theoretisch... Nein, finde ich lustig. Entschuldigung. Der pupst da immer rum. Freue ich mich doch. Wir könnten die Veranda hier ein bisschen vergrößern tatsächlich auch. Die ist noch ein bisschen eng. Da kann man noch einen Holzzaun drum machen, dass man nicht runterfällt. Wird schon ganz schön, glaube ich. Ist das falsch rum? Liegt das... Der setzt die falsch rum, deswegen... Also eine Wand ist so rum, eine Wand ist so rum. Deswegen sitzt es bei der einen und bei der anderen eben nicht. Die hier ist richtig rum, die hier ist falsch rum. Wie soll man das denn kontrollieren? Das ist doch voll blöd. Deswegen ist der Türrahmen hier oben auch falsch rum. Wie soll man das denn kontrollieren, bitte? Das verstehe ich nicht ganz. Strange. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, was passiert, wenn wir das hier wegräumen? Quasi den Ceiling. Hier draußen machen wir noch ein bisschen weiter. What a ceiling! Hier ist ja die Galerie. Vielleicht ein bisschen klein als Galerie. Schön wäre es, wenn man die noch ein bisschen weitermachen könnte. Dann müsste man das Haus noch ein ausdehnen. Das will ich jetzt echt nicht. Das mit den Wänden ist... Also mit den Türrahmen ist echt blöd. Oder mit den Wänden, dass er die manchmal falsch setzt. Das ist irgendwie blöd. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das hier mit dem Ding nach oben mache, ehrlich gesagt. Theoretisch... Habe ich schon wieder eine Rampe gebaut? Nein, habe ich natürlich nicht.
blöd. So, Craftables. Ramp. Thatch brauchen wir noch. Okay. Also erstmal hier raus. Thatch. So. Und dann hier nochmal ran. 90 Holz rüber. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz. Achso, hätte ich ja gleich so machen können. Wooden Ramp. Hallo? Kann ich jetzt die Rampe hier dran bauen einfach? Würde mich echt mal interessieren. Ob das geht, weiß ich nicht. Wenn ich hier dahin baue, komme ich da oben nicht mehr ran natürlich. Die Rampe ist auch irgendwie zu groß, kann das sein? Also wenn ich die jetzt da oben dran klabustere, guckt die entweder über. Jetzt macht er mal richtig hier. Hallo, 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 da. Dann guckt die so nach unten noch durch. Das ist total blöd. Wieso ich die da auf den Schlafsack jetzt bauen kann, ist mir auch ein Rätsel. Verstehe ich nicht wirklich. Damit kann man übrigens vielleicht auch ein Spitzdach machen, oder? Da kann man eine Rampe machen, also eigentlich kann man damit auch ein Spitzdach machen. Theoretisch kann man auch hier hoch. Das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man hier die Rampe direkt hoch könnte und dann runter wäre die Tür. Wäre eigentlich auch ganz cool. So, ne? Klappt ganz gut. Das ist die beste Rampe der Welt. Okay. So, nicht wundern. Natürlich lassen wir die Rampe da drüben nicht so. Aber trotzdem mache ich das jetzt anders. Auch wenn es ein bisschen mehr Holz kostet letzten Endes. So, dann haben wir hier... Theoretisch können wir hier einen schönen Lagerraum draus machen tatsächlich. Und da wir hier uns von niemandem verstecken müssen, ich weiß nicht genau, ob man die Tür hier finden würde, das weiß ich nicht. Eigentlich könnte man hier auch eine Leiter runter machen dahin. Guck mal, manchmal sind die, ist der Boden auch so, manchmal ist der so. Ich verstehe das immer nicht ganz, wie das gesetzt ist. Und hier müsste man theoretisch statt der Rampe... So, da wir alleine hier auf dem Server spielen, also hier lokal. Ja, ich bin entkumbert. Entkumbert, ja, my friend, entkumbert, ja. Hallo? Komisch, also hier kann ich so dran setzen, aber da nicht so. Okay. Ein paar Begebenheiten muss man hier echt noch lernen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ne, wenn wir... Ja. Wenn wir eine Rampe... Können wir eine Rampe bauen? Haben wir genug dabei? Ja, haben wir dabei. Okay, sehr gut. Wir können jetzt entweder zwei Rampen bauen, von links und rechts. Das fände ich irgendwie ganz cool. Oder wir können jetzt eine von vorne bauen. Das fände ich irgendwie so unspektakulär tatsächlich. Und vor allen Dingen wird das auch sehr eng hier vorne werden. Hallo, 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 hallo. Ja, manchmal... Ah, ist echt ein Spackometer manchmal hier. So, da... Das baue ich endlich dran. Ich will doch nur mal sehen, wie es aussehen würde. Ich will auch nur mal den Blueprint, also den Greenprint oder wie auch immer, will ich doch nur mal sehen. Mann, das...
So. Hast du gesehen, wäre zu eng einfach. Wenn ich das hier dran baue, wäre jetzt auch nicht so geil. Wir brauchen eine Leiter. Oder wir machen einfach so, auf beiden Seiten der Rampe. Und das hier, weiß ich nicht genau. Da können wir vielleicht noch bis da hinten rüber bauen, keine Ahnung. Ist nicht so geworden, wie ich das gerne gehabt hätte, aber naja, ist es ja in den seltensten Fällen. So, pass auf, dann machen wir nochmal Folgendes. Ich hole mal ganz kurz weiter Holz. So. Wir müssen dringend mit Lutz bald wieder los. Nein! Ich wollte gar kein... Ich wollte eine Rampe bauen. Ich wollte eine Rampe bauen, wirklich. Glaub mir doch bitte. Es ist wahr. Klingt unglaubwürdig, weil mir so schlecht was geschissen bekommt. Oh, schlechtes Wetter gerade. Oh, sehr neblig. Sehr, sehr neblig gerade. Bleibt man besser zu Hause. Jungs, wie geht's euch? Alles gut? Sind gerade ein bisschen abgeparkt natürlich. So, hier können wir die Rampe machen. Problem ist nur, wenn wir die jetzt hier hinbauen, dann guckt ihr natürlich die halbe Rampe durch. Das finde ich so scheiße eigentlich. Das ist echt blöd. So, wir kommen aber hier auf den Balkon. Das ist die Hauptsache. Und wir können dann hier nochmal eine Etage höher bauen. Das finde ich ganz erfrischend. So, können wir noch eine... Ah, cool. So, dann können wir hier nochmal eine Etage bauen. Wozu das Ganze, weiß ich nicht, aber ich möchte noch ein bisschen, also hier nach oben würde ich gerne, einfach nur um Aussicht zu haben, so ein bisschen Dachterrasse oder wie auch immer. Vielleicht kann man später Leitern bauen. Das hier mit den Rampen ist auf jeden Fall, also das hier ist auf jeden Fall scheiße. Das muss ich auch besser lösen lassen. Wir haben schon wieder fast gelevelt. Was mit dir? Du nicht. Was mit dir, du Tier? Hast du noch irgendwas vorrätig? Nee. Also Essen schon, aber Rest nicht. Ich geh mal ganz kurz aus dem Biom hier raus. Ich nenne jetzt mal Biom, weil ich es aus Minecraft so gewohnt bin. Und geh mal woanders hin. Damit die Sachen wieder frisch sind, die im Inventar haben. Ich weiß nicht genau, wie lange die vorhalten. Hallo? Würde ich echt gerne mal probieren, ob wir den kriegen. Ich weiß natürlich nicht, welches Level der hat. Müssen aber eh mal probieren, mit dem Bogen zu zielen. Ah. Geil! Nice! Welches Level? Level 2. Na gut, das geht. 9. Kann man die Pfeile wieder einsammeln? Hey, edit one stone arrow. Ja, 3 Steinpfeile wieder eingesammelt. Und finden wir hier noch welche, die wir verloren? Ja, hier. 1 Stone Arrow. Da ist noch einer. Boah, die Pfeile sind geil. Zack, zack. 2 Stone Arrow. 27. Die Pfeile sind geil, also ein bisschen Schwund hat man. Wir haben jetzt 3 Pfeile gebraucht. Gut, ich wusste nicht, welches Level der hat, aber... Das finde ich ja geil. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen, wie kriegen wir Steine von diesen Dingern hier ab? Ich probiere das mal gerade mit der Axt, das funktioniert sowieso nie. Erstmal natürlich hier. Dann natürlich hier. Wir werden Steine brauchen, ohne Ende, ohne Frage. Metall. 2-mal Stein, 4-mal Stein. Aber damit kriegen wir auf jeden Fall mehr Stein als Flint raus. Okay. Merken mit der Axt. Und ein bisschen mehr Metall kriegen wir auch raus. Huch.
Ich würde gerne mal wissen, wie viel... Würde gerne mal wissen, wie viel Bogentreffer wir brauchen bei größeren Sauriern. Bei so einer Schildkröte zum Beispiel. Autsch. Irgendwann kriegen wir da wahrscheinlich Metalläxte und sowas. Da freue ich mich schon drauf. Wird wahrscheinlich dauern. So. Mal wieder Gesundheit. Wie schnell das hier geht. Durchs Haus bauen, glaube ich, geht das echt schnell. Sollen wir uns mal merken. Okay, Wasserreservoir. Was brauchen wir denn? Attach this to pipes to store rain irrigation or manually deposited water for later use. Will automatically irrigate nearby crops if attached to a tap. To a tap. Was ist denn ein Tap? Vertical intersection. Weiß gerade ein Wooden Pillar. Ah, weiß gerade gar nicht, was so ein Tap ist. Huch, guck mal hier. Wooden Ladder. Vielleicht hätte ich das mal lernen sollen. To extend existing ladders. Traveling up or down levels can also be used to make an angled roof. Ja, sag ich doch, als Dach geht das auch. Okay. Was ist das hier? Thatch and dung into high quality fertilizer. Oh, damit kann man die Felder besser bewirten. Aber ich brauche noch eine Bewässerungsanlage. Eine große Kiste. Okay, Jumbo Package deactivated. Okay, aha. Fallschirm brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Raptorensattel vielleicht auch noch nicht. Stonewall würde ich gerne mal lernen, tatsächlich. Ob das eine gute Idee ist momentan, weiß ich nicht. Jetzt kann man natürlich Steine einsammeln, aber das wird teuer auf Dauer. Das wird richtig teuer, fürchte ich. 13 Punkte haben wir. Was machen wir denn? Nehmen wir hier mal so eine Leiter testweise. Kostet nur 6. Die lerne ich jetzt mal. Und dann haben wir noch 7 übrig. Wooden Spike Wall. Gunpowder. Flare Gun. Single Use. Flare Launcher. Scheiße. Ist auch nur für Licht, also damit kann man niemanden angreifen. Spyglass nehme ich mal. Und natürlich auch ein Kompass jetzt an. So. Hallo? 2 Kristalle? Wo kriege ich denn die her? 5 Metall. Okay, Kompass können wir basteln. Ich sammle mal ein bisschen Stein für die Steinwände und sowas schon mal. Und ihr wisst ja, ich versuche ein bisschen von Lutz und Co. wegzukommen, damit deren Timer resettet wird, hoffentlich. So, ich hoffe, das klappt. Ich bin mir nicht gar nicht so sicher, ob das funktioniert mit dem Timer resetten. Es wirkt nur immer so, wenn wir das Biom verlassen oder diesen Quadranten oder wie auch immer ich das nennen soll, dann wurde deren Timer resettet. Zumindest wirkt es immer so. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich kann es natürlich nicht sagen. So. Hier ist auch schön. Alles sehr schön, alles sehr schön. Da. Und ich nutze die Gelegenheit natürlich zum Steine sammeln. Was auch sonst. Da hinten sind 2 Dodos, da könnte ich mal unsere Fleischvorräte ein bisschen auffüllen. Muss ich momentan aber nicht. Muss mir eher Sorgen darum machen, dass unser aktuelles Fleisch vielleicht ein bisschen, naja, verbrämt. Oh, Paarung, Paarung, oh. Du wirst immer attraktiver. Je öfter ich dich sehe, desto attraktiver wirst du. Na gut, das funktioniert nicht. Die hat schon einen Freund. Verdammt. So. Nochmal ein Steinchen sammeln. Ein paar Steine flitschen lassen wäre auch schön. Hallo. Darf ich den Stein haben? Dankeschön. Steine flitschen lassen. Weiß ich nicht. Habe ich schon mal neulich im Stream, habe ich das gefragt, wann das letzte Mal ist, dass du einen Stein hast flitschen lassen. Das, weiß nicht, ob das heute, macht man heute auch nicht mehr so. Ich sag immer, das macht man heute nicht mehr so, aber meistens irre ich mich dabei.
Hallo, kann ich da nochmal irgendwie... Nee. So, kann ich den jetzt droppen? Aha. In 2 Minuten Decompose, der schöne Box. Ich wollte aber eigentlich was anderes erreichen, nämlich herumwandere. Ich wollte eigentlich keine Steine sammeln, sondern ich wollte eigentlich mal gucken. Huch, boah, war das laut. Hallo? Man muss trotzdem ein bisschen Angst haben vor denen oder Respekt. Was ist das denn da?